Hello and welcome back. Willkommen zu einer weiteren Live-Schaltung aus Sydney. Mein Name ist Natalie McDonald. Die RBA hat sich entschieden, den Leitzins bei 2,25% unverändert zu lassen. Katharina L. aus den Moody's Analytics wird uns heute über die entsprechende Marktreaktion berichten. Katharina, schön, Sie wiederzusehen. Ich bedanke mich für die Einladung. Lassen Sie uns über die jüngste Entscheidung der RBA sprechen. Wie sieht die Marktreaktion aus? Fehlt es den Marktteilnehmern vielleicht an politischen Orientieren? Die RBA ist sehr unpräzisiös, was die geldpolitischen Orientiere angeht. Das hängt mit einer großen Unsicherheit zusammen, die zu Jahresbeginn entstanden ist. Die RBA ist sich nicht sicher, wie sie handeln soll, weil man nicht weiß, wie sich die Ereignisse auf der Weltarena weiterentwickeln werden. Aufgrund eines unveränderten Leitzinsens ist der ASX-Index rasch von 6.000 abgestiegen. Der australische Dollar ist aber etwas gestiegen. Was können Sie dazu sagen? Die Marktteilnehmer hatten mit einer Leitzinskürzung von 25 Basispunkten gerechnet. Ein unveränderter Leitzins hat die Marktteilnehmer enttäuscht. Somit ist es kein Wunder, dass der ASX-Index um ca. 1% nach unten gerutscht ist und dass der australische Dollar gestiegen ist. Das ist für die Vertreter der Zentralbank wiederum eine Enttäuschung, weil sie gerade alles versuchen, um den australischen Dollar zu senken. Ebenso versucht man die Wirtschaft von der Bergbauabhängigkeit auf andere Bereiche umzulenken. Viele sind davon ausgegangen, dass die aktuelle Situation auf dem Immobilienmarkt die Entscheidung der RBA beeinflussen wird, was aber nicht passiert ist. Auf welchen wirtschaftlichen Faktoren basiert somit die Entscheidung der RBA? Ich bin mir sicher, dass die RBA sich gerade große Sorgen über die Situation auf dem Immobilienmarkt macht. Die Immobilienpreise in Sydney zum Beispiel sind sehr stark gestiegen und diese Tendenz wird auch in der Zukunft anhalten. Die Investitionsumfänge vergrößern sich auch in diesem Bereich. Diese Situation wird die künftige Entscheidung der RBA auf jeden Fall beeinflussen. Wann wird die RBA nun endlich handeln? Die RBA wird in diesem Jahr eine weitere Leitzinssenkung um 25 Basispunkte vornehmen. Die Marktteilnehmer sehen das genauso. Die erste Senkung müsste in der ersten Jahreshälfte passieren. Die zweite Senkung wird man in der zweiten Jahreshälfte vornehmen. Das wird die wirtschaftliche Aktivität im Nicht-Bergbaubereich stimulieren. Diese Bereiche brauchen dringend einen Antrieb, weil genau diese Bereiche den Bergbau ersetzen werden. Katharina, vielen Dank für Ihren Kommentar. Gerne. Das war Katharina L. aus den Moody's Analytics. Sie denkt, dass die RBA den Leitzins in diesem Jahr zweimal senken wird. Das war es für heute. Danke für das Zusehen und bleiben Sie dran. Auf Wiedersehen. It's goodbye.